mittelgroßer Mann mit ergrautem Haar, der oft gut gelaunt ist und von dem ich hoffe, dass man, wenn man sich zusammensetzt, einen netten Abend verbringen kann. Abheben zum Rundflug übers Südburgenland. Norbert Hofer verbindet Wahlkampf und Leidenschaft fürs Fliegen. Das Fernsehen wird mit schönen Bildern versorgt. Ich ziehe Himmel der Erde vor. Wenn man gerne in der Luft ist und gerne fliegt, dann wird es ein Leben lang so bleiben. Ein Sommertag auf dem Flugfeld Pinkerfeld. 3 Monate nach der Stichwahl im Mai hat Österreich immer noch keinen Präsidenten. Norbert Hofer ist im Wahlkampf. Wieder einmal. Alles so positiv. Österreich hat entschieden, wer neuer Bundespräsident wird, aber wir wissen es noch nicht. Es ist 50% für beide Kandidaten. Der BBC war hier und das belgische Fernsehen war da. Also da ist wirklich rundgegangen. Es kann etwas passieren, dass morgen nach Auszählung der Wahlkarten stimmen. Bei den Wahlkarten ist immer so ein... Es wird immer ein bisschen eigenartig ausgezählt. Dass sie vielleicht nicht ganz vorne sind. Der Wahlkrimi ist noch immer nicht zu Ende. Seit gestern läuft er. 40.000 Wahlkarten werden heute quer durch Österreich ausgezählt. Und dann hat er eigentlich schon definitiv gewusst, dass die Wahl verloren ist. Er wollte dann einfach im Kreis seiner Familie bleiben. Auf Ingenieur Norbert Hofer entfallen 2.223.458 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 49,7%. Ich habe gestern mit Dr. von der Beben gesprochen, ihm gratuliert zum Wahlsieg und hoffe, dass eine gewisse Ruhe einkehrt. Wir werden diese Wahl anfechten. Das Verfahren des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl vom 22. Mai wird ab der Kundmachung der Bundeswahlbehörde vom 2. Mai 2016 aufgehoben. Die Alternative wäre, dass Mängel festgestellt werden, die auf das Ergebnis von Einfluss hätten sein können, aber die nicht zu Konsequenzen führen. Und das ist natürlich auch unbefriedigend. Zufrieden sein oder nicht ist hier keine Kategorie. Österreich ist ein Rechtsstaat. Wenn es Raum für Manipulationen gibt, dann muss man entscheiden. 8. Juli. Die Bundesversammlung verabschiedet das scheidende Staatsoberhaupt. Heinz Fischer steht im Mittelpunkt. Die Angelobung des neuen Bundespräsidenten fällt aus. Es lebe unser schönes Land, die Republik Österreich, sowie ein friedliches und demokratisches Europa. Es ist eher beflügelnd. Man hat eben diese Chance und die will man auch nutzen. Man kann im Fall einer Wiederholungswahl nicht die politische und sonstige Situation des seinerzeitigen Wahltages reproduzieren. Europa verändert sich. Großbritanniens Wähler haben unerwartet für einen Austritt des Königreichs aus der EU gestimmt. Der Brexit. Wir haben ja gesehen, dass das Brexit-Thema offenkundig Hofer veranlasst hat, nur ja nicht sich mit dem Austritt aus der EU zu identifizieren, gleichsam vorweggenommen, ein mögliches Brexit-Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Die Europäische Union, von der ich hoffe, dass sie eine positive Zukunft hat, wird sich weiterentwickeln. Ich weiß nicht, wie die Union in 100 Jahren aussehen wird und welches Gebilde es dann geben wird.
Aber für mich ist wichtig, dass Österreich einen Beitrag leistet für diese positive Weiterentwicklung. Nach dem Brexit wird auch ein allfälliger Austritt Österreichs aus der EU im Wahlkampf zum Thema. 2008 sagt Norbert Hofer zum Verhältnis zwischen Österreich und der EU: Wichtig ist, dass wenn es eine Mitgliedschaft Österreichs gibt, dass beide Seiten davon profitieren, die EU und Österreich selbst. Wenn sich aber die EU zu einem Zentralstaat entwickelt oder wenn die Türkei beitritt, dann müssen wir schon noch überlegen, ob wir in so einer EU noch Mitglied sein wollen. Ein Austritt aus der EU ist ja kein Austritt aus Europa. Im ersten Moment dachte ich sogar, dass die Brexit-Entscheidung eher zugunsten von Van der Bellen sich auswirkt. Und dann war das so ein nachrichtenreicher Sommer und reich an bestürzenden Ereignissen, dass sich die Themenlage wieder völlig verändert hat. Es ist ein Sommer der Schreckensmeldungen. Am 14. Juli schockt ein islamistischer Terroranschlag in Nizza die Welt. Attentate in Deutschland und Frankreich steigern die Angst der Menschen. Der Terror rückt näher. Die Politik muss reagieren. Die Bedeutungszunahme des Themas Sicherheit und Flüchtlinge und auch dieser Wettbewerb von Wortspenden und Vorschlägen, auch von anderer Seite, müsste sich eigentlich fast zugunsten von Hofer auswirken, weil es treten ja nur zwei Personen an. Van der Bellen, der doch für grüne Themen steht, auch wenn er sich als unabhängig bezeichnet, und Hofer, der für freiheitliche Themen steht, die mittlerweile auch von den Regierungsparteien sehr heftig unterstrichen werden. Über eines kann sich Norbert Hofer jedenfalls freuen, nämlich dass insgesamt das politische Spektrum nach rechts gerückt ist. Neue Plakate, neue Slogans, ein Gottesbezug als Aufreger. Das ist ein Versprechen. Also wenn man diese Gelöbnisformel sagt, mit diesem Satz am Schluss, so wahr mir Gott helfe, dann verspreche ich, dass ich das auch einhalten werde. So wahr mir Gott helfe, ist quasi in die Kategorie übliche Provokation abzulegen. Ich glaube nicht, dass das groß schadet. Ob es groß hilft, wage ich auch zu bezweifeln. Es hat zumindest ein wenig Aufmerksamkeit gebracht. Und so hat er eben versucht, indirekt eine Botschaft wieder zu beleben, nämlich wir sind für das christliche Abendland, ohne jetzt radikal zu sein in der Sprache. Für mich ist die Fahne ein starkes Symbol für Österreich. Und wir brauchen ja auch ein Wir-Gefühl, wir Österreicher. Es ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Also vieles von dem, was ich jetzt erlebe, habe ich bereits einmal erlebt. Aber es ist auch die Chance, Dinge besser zu machen. Denn niemand macht alles perfekt. Und ihre Parteigänger. Ein Satz wird Norbert Hofer immer wieder vorgehalten. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Ja, ich habe das überhaupt nicht negativ gemeint, sondern positiv. Also, was man alles für Österreich bewegen kann. Aber er ist anders angekommen. Ja, und das habe ich erst dann gemerkt, dass der Satz gesagt war. Das war sein Fehler. Wahlkampf im Sommer. Der Ausseherkirtag im August ist ein Pflichttermin. Für Alexander Van der Bellen. Natürlich für Norbert Hofer. Meine Überzeugung ist, dass man in der Politik authentisch sein muss. Und ich versuche jetzt nicht so, mich zu verändern, dass ich dann nicht mehr der bin, der ich in Wirklichkeit bin. Der Trachtenanzug wird zum politischen Modeaccessoire. Das Gwand symbolisiert Heimat, besonders im Salzkammergut. Ich trage Tracht, ja, und zwar auch gerne. Und ich finde die Tracht deswegen toll, weil man sich ja nicht permanent nur einkleiden muss. Air Power in Zeltweg. Eine militärische Flugshow. Ein Spektakel für 300.000 Flugzeugfans. Auch hier ein Paarlauf. Gipfeltreffen der Kandidaten. Na ja, schon.
werden uns ständig wiedersehen. Und wir sind extrem interessant. Das ist beeindruckend. Ja, ja. Sehr früh mit dem Fliegen begonnen und ich bin gern in der Luft und das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Im kleinen Fliegerclub Pinkerfeld kennt man Norbert Hofer seit fast 30 Jahren. Die Atmosphäre ist familiär. Auch in der Fliegerkantine wird Hofer aufs Thema Nummer 1 angesprochen: Flüchtlinge und Migration. Du musst ähnliche Anreize bieten in den Staaten. Weißt du, wenn drei Länder besonders viel an finanzielle Unterstützung bieten, dann werden die drei Länder besonders frequentiert werden. Und da müssen wir eine Lösung finden. Pinkerfeld im Burgenland. Hier und über dem Atlantik liegen Norbert Hofers Wurzeln. Mein Urgroßvater ist ausgewandert. Dadurch ist mein Großvater in den USA geboren. Sind dann zurückgekommen nach Österreich. Dann war der Krieg. Meine Urgroßmutter ist verstorben und da wurden die Kinder aufgeteilt. Und mein Großvater ist bei seinem Onkel aufgewachsen, beim Gate, sagt man bei uns. Und ist eben amerikanischer Staatsbürger gewesen und ist dann wieder zurück nach Amerika. Hat dann dort gearbeitet, hat gespart und ist dann später Österreicher geworden, hat eine kleine Fabrik gehabt in Pinkerfeld und ja, war dann Österreicher. Aber er ist geboren in den USA und war lange auch amerikanischer Staatsbürger. Norbert Hofer wird in eine bürgerliche Familie mit 4 Kindern geboren. Der Burgenländer kommt als Steirer zur Welt. Mein Vater ist Obersteirer und ist ins Burgenland gekommen, hat meine Mutter dort kennengelernt und ich war das jüngste Kind und habe gesagt, ich will einen Steirer in der Familie haben. Und deswegen ist meine Mutter bei der Geburt nach Vorau gefahren, jetzt bin ich in der Steiermark geboren. Norbert Hofer erlebt eine behütete Kindheit. Schon in der Volksschule übt der Bub tragende Rollen. Das war eine Klasse, da gab es keine normale Heizung, sondern einen Ofen, Kohleofen. Und ich war für das Heizen verantwortlich, gemeinsam mit einem Freund, der neben mir gesessen ist. Und wir haben da ordentlich eingeheizt. Der Kandidat wohnt noch heute in Pinkerfeld, neben seinem Bruder und seinem Elternhaus. Der Gastwirt Kurt Zapfel kennt die Nachbarsfamilie gut. Ich kenne die Familie Hofer bereits, seit ich ein Kind bin. Die Familie Hofer ist eine sehr bodenständige Familie. Und die hat auch nichts geschenkt bekommen. Die haben sich hier alles erarbeitet und sind eigentlich nie so wirklich auf die Butterseite des Lebens gefallen. Weil wenn man bedenkt, dass die ältere Tochter mit 16 Jahren gestorben ist und dann ein paar Jahre später der Norbert Hofer diesen schweren Unfall hatte, ist die Familie sicher gebeutelt. Er war angenehmes, braves Kind. Da gibt es überhaupt nichts. Als der Bub 5 Jahre alt ist, stirbt seine 16-jährige Schwester Martina an Krebs. Vater Gewald zieht sich aus seinem Engagement für die Pfadfindergruppe zurück. Der Papa von Norbert Hofer hat die Pfadfindergruppe in Pinkerfeld geleitet und da war ich Wölfling. Und der hat uns zu einem ganz bestimmten Selbstbewusstsein auch verholfen. Die dominierende Persönlichkeit ist ja die Mutter, glaube ich. Sicher ist man stolz als Mutter, ja, wenn er die Möglichkeit kriegt, so das anzutreten. Ne? Hinter jedem erfolgreichen Mann steht mindestens eine erfolgreiche Frau, eine sehr starke Frau. Und es ist die Frau Hofer und auch die Verena Hofer. Also die stützen den Norbert schon sehr. Familienidyll auf der Terrasse. Tochter Anni hat gebacken. Immer mit dabei das jüngste Familienmitglied, Hund Jessie. Kater Robert bleibt eher kamerascheu. First Lady, das klingt etwas zu abgehoben. Sie wird einen neuen Begriff suchen, der vielleicht besser passt. Sie wird ihren Beruf im Südburgenland als Altenpflegerin nicht weiter ausüben können, weil ganz oft in dieser Funktion ja, der Präsident und seine Frau auch gemeinsam auftreten. Schon als kleiner Bub ist Hofer vom Fliegen fasziniert. Er besucht die Flugtechnik HTL in Eisenstadt, ein Internat. Im Keller waren die Fenster vergittert und wir wollten unbedingt weggehen.
Da sind wir dann bei der Eingangstür über das Oberlichtfenster zuerst in den Raum hineingestiegen, haben unser Werkzeug mitgehabt, haben die Gitter abgeschraubt, sind am Abend weggegangen, sind zurückgekommen, haben das Gitter wieder festgeschraubt und waren wieder da. Hat einen großen Freundeskreis gehabt und war, glaube ich, auch sehr beliebt bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Wir sind gemeinsam in der ersten Reihe vorn gesessen, der ersten Bank vom Lehrertisch. Er war auch damals schon ein bisschen sehr zielstrebig, ein sehr ruhiger Mensch. Hat sich damals auch schon vom Fliegen faszinieren lassen. Der HTL-Schüler ist von Technik fasziniert. Er sucht die Freiheit über den Wolken. Ich habe dann schon mit 16 begonnen, für einen Segelflugschein meine Flugstunden zu machen und hatte mit 17 meinen Flugschein. Wenn man dann das erste Mal da oben ganz alleine ist, völlig frei, dann unter den Wolken den Aufwind sucht, ist auch leise beim Segelfliegen, dann kreisen oft auch Vögel mit dir ein und fliegen dann mit dir. Das ist wunderbar. Also meine längsten Flüge haben über 5 Stunden gedauert mit dem Segelflugzeug. Das Flugfeld bei Pinkerfeld wird zur zweiten Heimat. Der Schüler macht auch den Motorseglerschein und schleppt am Wochenende die Segelflieger in den Aufwind. Der Norbert war völlig unauffällig. Also es hat nie irgendetwas gegeben an Streit oder Diskussion. Gar nichts. Also er war ein ganz normaler, netter Clubkamerad. Ich wollte als junger Mann Pilot werden und habe mich auch bei der AUA beworben. Und es war dann nur mehr offen der Gesundheitscheck. Ich war damals in Vorbereitung für einen Wettkampf, ich war Leichtathlet und ich musste von einem Internisten einen Befund mitnehmen. Ich werde nicht vergessen. Also ich habe mein Training gemacht, habe mich geduscht, war zum Internisten und der macht ein Belastungs-EKG und sagt mir, ich hätte einen schweren Herzfehler. Und das war ein Schock für mich. Ich hatte damals schon einen Flugschein. Die AUA hat dann natürlich gesagt, ja, mit diesem Herzfehler können wir Sie nicht als Pilot nehmen. Ich bin dann voller Sorge ins Krankenhaus gefahren, zu einer Ultraschalluntersuchung. Dort hat man festgestellt, es war ein falscher Befund, das Herz ist völlig in Ordnung. Ich habe dann bei der AUA angerufen, haben sie mir erzählt, ja, die Aufnahme ist abgeschlossen, ich kann mich im nächsten Jahr wieder bewerben. Ja, und da war dann die Matura, dann war die Bundesheerzeit und dann hatte ich kein Interesse mehr. Der junge Norbert Hofer ist ein begeisterter Sportler. Laufen wird zu einem wichtigen Teil seines Lebens. Nach der HTL-Matura arbeitet Hofer als Flugzeugtechniker bei der Lauda-Air. Seinen Präsenzdienst leistet er in der Seekaserne Oggau ab. Dieser Militärdienst, der hat mir ganz gut getan. Also zusammen sein mit anderen Leuten, die man zuerst nicht kennt, dann schwierige, anstrengende Übungen gemeinsam machen. Also ich möchte das nicht missen. Seine Kompanie wird 1990 zur Grenzsicherung im Burgenland kommandiert. Wir brauchen ein sehr starkes Bundesheer. Das ist auch unsere Verpflichtung aus unserer Verfassung. Und dazu brauchen wir die notwendigen finanziellen Mittel. Wir sind auch mit der derzeitigen Aufstockung, die jetzt passieren wird, noch bei Weitem nicht dort, wo wir hingehören. Pinkerfeld. Hier erwacht Hofers Interesse für Politik. Sie spielt immer eine große Rolle in der ÖVP-Familie. Wenn mein Vater, er war direkt eines E-Werks, zum Mittag nach Hause gekommen ist, dann haben wir uns immer das Mittagsjournal gemeinsam angehört. Und ja, als ich dann so weit war, als junger Mann, mich zu entscheiden, was ich mache, ob ich einer Partei beitreten will, dann war es für mich die FPÖ. Erstens habe ich mir das Programm angesehen. Ich weiß, das tun nicht viele, aber das ist mir wichtig. Und das Burgenland war so streng aufgeteilt, ja, bis in alle Lebensbereiche, die zwei damals großen Parteien. Und das war für mich nicht interessant. Der Mitzwanziger engagiert sich bei den Freiheitlichen. Er wird Gemeinderat in Eisenstadt und bald Wahlkampfleiter. Unter Jörg Haider steigt Hofer zum Landesparteisekretär und Spitzenkandidaten der FPÖ im Burgenland auf. Der Erfolgslauf der Freiheitlichen unter Jörg Haider hat begonnen, bis zur schwarz-blauen Koalition. 2002 trifft ihn die Spaltung der Partei hart. Knittelfeld, da an diesem Tag war ich in Stob unterwegs, das weiß ich noch gut. Bei einer Veranstaltung. Bei einer Delegiertentagung in Knittelfeld eskaliert der Konflikt in der FPÖ zwischen Parteibasis und der FPÖ-Regierungsfraktion. Jörg Haider provoziert und verliert die Kontrolle. Für uns war das ein Schock, dass man in dieser Phase
dass es nicht möglich war, die Partei zusammenzuhalten. Das Kompromisspapier wird buchstäblich zerrissen. Die erste schwarz-blaue Koalition scheitert. Es kommt zu Neuwahlen. Der FPÖ-Politiker muss im Landtagswahlkampf den Streit in seiner Partei rechtfertigen. Also ich habe keinerlei Schmerzgrenzen. Ich werde niemals, niemals den Hut drauf werfen, wenn es darum geht, für die FPÖ zu arbeiten. Ich sage es so, wie es ist, dass wir Probleme gehabt haben. Die Gegner sitzen ja nicht in den eigenen Reihen, sondern die Gegner sitzen dort, wo Gusenbauer zu Hause ist und wo Van der Bellen zu Hause ist. Der Gegner ist rot-grün. Hofer schreibt am FPÖ-Parteiprogramm der Jahre 2008 und 2011 mit. Das Handbuch für freiheitliche Politik soll die blauen Positionen verdeutlichen. Das Parteiprogramm wird ein sehr, sehr kurzes, knappes sein, mit sehr grundsätzlichen Aussagen. Und dazu gibt es dann eben dieses Handbuch freiheitlicher Politik, das umfangreicher abgefasst ist, wo man dann ins Detail geht. Die Haltung zum Islam wird schon damals thematisiert. Beim Islam gibt es ein Problem, nämlich dass der Islam in weiten Teilen auch Politik macht. Koran ist auch Gesetz und deswegen müssen wir sehr darauf achten und darauf beziehe ich mich, dass in Österreich die Verfassung und die Gesetze immer über der Religion stehen. Und dann sieht man, dass eigentlich in einem Augenblick alles vorbei sein kann. Der 11. August 2003, ein Schicksalstag für Norbert Hofer. Bei gutem Wetter hat er schon zwei Flüge mit seinem Paraglider absolviert. Am Nachmittag startet er ein drittes Mal über dem Stubenbergsee. Beim Paragliden ist eben ein Risiko in Bodennähe. Also wenn man in Bodennähe einen, man nennt das Klapper hat, wenn der Schirm zusammenklappt aufgrund von Turbulenzen, dann hat man nicht die nötige Höhe, um den Rettungsfallschirm zu werfen oder den Schirm noch einmal aufzubekommen. Das war bei mir in 15 Meter Höhe eine sehr starke Turbulenz, sehr plötzlich. Und der Schirm war dann sofort unter mir und dann war eben der freie Fall. Seit 3 Wochen ist Norbert Hofer ans Krankenbett gefesselt. Schwierig waren die ersten 3 Wochen. Da ist es so, dass man es gar nicht richtig wahrhaben kann. Man wacht in der Früh auf, im Krankenhaus und denkt sich, um Gottes Willen, das war kein Traum, ich bin jetzt wirklich querschnittgelähmt. Wobei ich schon glaube, dass mich dieses Ereignis als Mensch verändern wird und auch schon verändert hat. Wenn man so lange im Krankenhaus ist, und ich habe jetzt ein Jahr meines Lebens in Krankenhäusern und auf Reha verbracht, wird man zur Demut gezwungen. Man ist mit Menschen zusammen, denen es zum Teil sehr schlecht geht, und mit Menschen, die sich aus einer fast ausweglosen Situation heraus wieder selbst nach oben gebracht haben. Und dann ist es bergauf gegangen, als ich zum Weißen Hof gekommen bin. Das ist eine Reha-Einrichtung, wo ich dann jeden Tag von der Früh weg bis zum Abend trainiert habe und dann dieses Grübeln und Nachdenken ja gar nicht mehr da ist, wenn man keine Zeit dafür hat. Und da kam irgendwann der Herr Dr. Merck, das war der Leiter des Weißen Hofs, untersucht mich und sagt, Sie werden wieder gehen können. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das bedeutet. Also wenn man dann nach so einem extremen Tief, wo man sagt, wo man sich überlegt, werde ich wieder arbeiten können, werde ich wieder mal mit einem Auto fahren können, wird das meine Frau aushalten, diese schwere Belastung. Wenn dir dann jemand sagt, sie werden wieder gehen können, dann ist wieder das ganze Leben einfach da. Nach fast einem Jahr Spital und Rehabilitation kehrt Norbert Hofer in die Politik zurück. Er wird im Jahr 2006 Nationalratsabgeordneter. Bei einem Rehabilitationsaufenthalt in Baden kommt es zu einer folgenschweren Verletzung. Ein paar Jahre später fuhr er dann nach Rehab und hat dann in der prallen Sonne gearbeitet. Und aufgrund dessen, dass er kein Gefühl in seinen Beinen hat, hat er sich ein richtiges Loch in seine Ferse gebrannt. Die Wunde heilt monatelang nicht. An manchen Tagen sitzt Hofer wieder im Rollstuhl. Und nach vielen Operationen hat man mir dann gesagt, der Fuß muss amputiert werden. Jetzt natürlich die Kombination meiner Querschnittlähmung mit einer Amputation hätte dazu geführt, dass ich nicht mehr in der Lage gewesen wäre, normal einen Beruf auszuüben. Norbert Hofer stellt einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension. Im Wahlkampf wird der Bescheid der Pensionsversicherungsanstalt in einer Tageszeitung öffentlich. Aber ich hatte dann eben das Glück, noch einen Chirurgen zu finden, der bereit war, es zu versuchen.
Und es haben mich dann 3 Chirurgen 12 Stunden lang operiert. Und die haben das geschafft. Hofer nimmt die Pension nicht in Anspruch, sondern kehrt ein zweites Mal in die Politik zurück. Er schreibt ein Buch über seinen Unfall und das Leben danach. Es wird im Parlament präsentiert. Dieser Teil wurde nicht aus Eitelkeit geschrieben, sondern nur deswegen, weil ich damals die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn man etwas lesen kann, das beispielgebend sein kann, wenn man Erfahrungen nachlesen kann, wie ist es anderen Menschen gegangen in einer ähnlichen Situation, dann gibt es auch Kraft. Man sieht, das Leben ist nicht vorbei nach einem Unfall, auch wenn Folgeschäden bleiben, sondern es geht weiter. Man kann im Rahmen der Möglichkeiten, die man noch hat, sein Leben einfach weiterleben. Meine Damen und Herren, ich weiß es nicht, aber der Burgenländer konzentriert sich im Parlament auf Behinderten- und Umweltpolitik. Wir diskutieren jetzt seit Im Oktober 2013 wird er zum dritten Nationalratspräsidenten gewählt. Ich bedanke mich sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich nehme die Wahl sehr gerne an und darf versprechen, dass ich alles tun werde, um einen objektiven, fairen Vorsitz zu führen. Ich glaube an Gott. Für mich ist das etwas, was zu meinem Leben gehört, wobei das jeder für sich selbst entscheiden muss. Also ich bin jetzt keiner, der da missionarisch durchs Land läuft und sagt, du, geh ja in die Kirche am Sonntag. Das ist eine freie Entscheidung. Vom Gefühl her ist es der Platz, wo ich mich wohlfühle, wo ich Menschen habe, denen ich vertraue, die auch in schwierigen Zeiten zu mir stehen. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass meine Scheidung eine einvernehmliche war. Ist trotzdem keine einfache Zeit, weder für die Frau, noch für den Mann, noch für die Kinder. Aber die Kinder durften jedes Wochenende zu mir kommen. Und das war ganz, ganz wichtig für uns. Jetzt sind sie schon größer, haben den Führerschein, waren auch schon im Parlament bei mir oder fahren einmal nach Pinkerfeld auch mit dem Auto. Der Janik studiert Archäologie, die Vivi arbeitet schon in einer Apotheke, hat schon 2 Berufe erlernt. Und Jimmy, der Kleine, der ist ein Kopf größer als ich, aber eben der jüngste Bub, macht gerade die Hack. Ja, und meine jüngste Tochter, die wird jetzt 13, er ist schon schön in der Pubertät, die hat sich ganz für den Sport entschieden und trainiert Langlaufen und fährt zu Stadtläufen und so weiter. Also ich bin sehr stolz auf meine Kinder. Meine erste Wahl war nicht, Bundespräsident zu werden. Ja. Ein Jahr lang ist das hin und her gegangen, ja, diese Diskussion, ob ich antrete oder nicht. Ich gehe lieber Mountainbiken. Inszenierung mit Weitblick. Ins Land eine Scham. Wenn Sie sagen, was treibt dich an, dann ist es einfach so, dass man sieht, was in diesem Land besser sein kann. Werbevideos für soziale Medien, Interviews für Fernsehen und Zeitungen. Wahlkampf findet auch und vor allem in den Medien statt. Eine der Botschaften ist Patriotismus. Wahlkampfauftakt im Bierzelt in Wels. Ein Heimspiel. Die Ansagen sind direkt. Wenn Van der Bellen diese Wahl gewinnt, dann wird das eine Rückkehr zur alten Politik sein. Denn was werden sich die Herrschaften sagen? Mein Gott! Die Mehrheit sagt, die Politik der offenen Grenzen ist in Ordnung. Rot-Weiß-Rot und die Bundeshymne sollen Emotionen wecken.
Weil überall, wo er hinkommt, sagt noch jeder, wie gut er ist und klopft nach. Und dann kommt er halt hin und wieder zu mir und dann bin ich eben nicht gerade ein angenehmer Freund. Ich sage mir halt dann die Wahrheit. Ich bin froh, dass ich in meinem Umfeld jetzt Leute habe, die mich immer wieder auf den Boden zurückholen und mir sagen, was ich auch alles falsch mache. Ich war zuerst ganz verwundert, wenn ich sage, du, das hast du nicht gut gemacht und die Pressekonferenz war nicht gut und das musst du anders machen. Aber genau das braucht man. Man braucht jemanden, der dir auch kritisch sagt, was man besser machen kann. Akademikerball in der Hofburg. Im Wahlkampf wird Hofers Mitgliedschaft bei der nationalfreiheitlichen Verbindung Marco Germania kritisiert. Mit seinem Freund hat Hofer diskutiert, ob er das Ehrenband annehmen soll. Wir waren gemeinsam am Feuerwehrball in Winkelfeld. Und da ist das ganze Thema dann zur Sprache gekommen. Naja, nach meiner Meinung habe ich gesagt, wenn er jetzt schon Nationalratspräsident ist, braucht er die Verbindung nicht unbedingt. Norbert Hofer befolgt den Rat seines Freundes nicht und tritt 2013 der Verbindung bei. Ich war da sehr ehrlich zu ihm. Wie ihm geschenkt. Ich bin Ehrenmitglied in dieser Schülerverbindung und ich stehe auch dazu. Und es gibt dazu ganz, ganz viele Verschwörungstheorien, genauso wie es bei den Freimaurern Verschwörungstheorien gibt. Ja. Wenn man dann einen Freimaurer kennenlernt und mit ihm spricht, dann sieht man sehr rasch, es ist nichts dran. Und bei der Schülerverbindung ist es genauso. Es gibt bei den Burschenschaften, bei der Schülerverbindung Menschen. Und wie es bei Menschen ist, gibt es in allen Bereichen tolle Menschen. Und es gibt halt auch Menschen, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Es ist in jedem Bereich des Lebens so. Und man darf halt nicht alle in einen Topf werfen, das ist wichtig. Sommerlicher Wahlkampf in Lienz in Osttirol. Selfies haben die alten Polaroid-Bilder mit den Kandidaten abgelöst. Es sind so viele Leute gekommen, die Fotos machen, die mit mir reden wollen. Es ist, wissen Sie, ein Wahlkampf ist sehr anstrengend. Wenn dann sowas ist, es gibt so viel positive Kraft und Energie. Es ist eine technische Panne, ein technisches Versagen. Das hat also die Untersuchung des Bundeskriminalamtes eindeutig ergeben. An den Seiten haben wir festgestellt, dass es zu Produktionsfehlern gekommen sein könnte. Da ich keine Möglichkeit habe, aufgrund des Bundespräsidentenwahlgesetzes aus 1971, dass ich das Parlament ersuche, die Möglichkeit zu geben, diesen Wahltermin noch einmal zu verschieben. Klar muss sein, dass Menschen, die eine Briefwahlstimme abgeben, auch wissen müssen, dass diese Stimme auch richtig ankommt. Das ist derzeit leider nicht der Fall. Klebergate führt zu einer Verschiebung der Wiederholung der Stichwahl bis in den Advent. Manche Termine bleiben. Die Kandidaten sprechen im Funkhaus Klartext. Eine direkte Konfrontation wird vermieden. Einzelinterviews statt Streitgespräch. Das Interesse hat sichtbar nachgelassen. Wenn man sehr lange in einem Wahlkampf ist, ja, und ich weiß nicht, dass wie viel der Interview das heute ist, dann wird man sehr abgeklärt. Es gibt keine Frage, die mir nicht schon gestellt worden ist. Und da kehrt natürlich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, innere Ruhe ein. Und was mir nicht gefällt, ist eben, dass der Wahlkampf, je länger er dauert, immer persönlicher wird. Und genau deswegen versuche ich ja, ruhiger zu sein, noch ruhiger, damit die Emotionen auch hinuntergehen. Also haben Sie sich doch gewandelt? Ich habe mich inhaltlich überhaupt nicht gewandelt. Es sind die gleichen Inhalte, die ich in all den Monaten vertreten habe. Und wissen Sie, also ich bin, wie ich bin. Und ich sage Ihnen auch, niemand kann sich ein ganzes Jahr verstellen. Ja, da müsste er schon ein toller Schauspieler sein. Es gibt zwei Punkte und das ist auch seit Monaten genau die gleiche Position, wo ich sage, da hat die Union keine Zukunft und da hätte Österreich keine Zukunft in der Union. Erstens, wenn die Türkei beitritt, das hat mich sehr schockiert. Ist kein Thema im Moment, das werden Sie mir recht geben und auch für die nächsten 30 Jahre nicht. Nein, da gebe ich Ihnen nicht recht. Ich will mit Ihnen hier nicht streiten, der zweite Punkt. Nee, aber es ist, Herr Weber, Sie können nicht Dinge behaupten, die schlichtweg nicht wahr sind. Ich behaupte sie nicht, aber es ist nicht so, dass dieser Beitritt in den nächsten 20, 30 Jahren vor der Tür steht. Sie wissen aber, dass die Beides-Gespräche weitergeführt werden. Sie sind derzeit auf Eis gelegt, aber egal.
Das ist ja nicht wahr. Wo sind die Beides-Gespräche auf Eis gelegt? Also bitte erklären Sie es mir. Haben Sie das nachgelesen? Wo werden derzeit Beides-Gespräche geführt? Ja, haben Sie nicht gehört, dass das nächste Kapitel geöffnet wird? Gut, aber Sie wissen, dass ein Beitritt derzeit total unrealistisch ist. Na, heute nicht derzeit, und wahrscheinlich derzeit. Nächste Woche auch nicht, ja? Also, ich muss nochmal feststellen, Sie haben ganz viele Fans mitgebracht. Haben sich ausgenutzt, eine öffentliche Veranstaltung. Und der zweite Punkt ist der, wenn wir neue Verträge bekommen sollten, die sagen, die Mitgliedstaaten, die Mitgliedsparlamente werden entmachtet und wir bauen jetzt die Vereinigten Staaten von Europa. Ansonsten bin ich der Meinung, Österreich hat die Verantwortung, auch als Nettozahler und als Land im Herzen Europas, daran zu arbeiten, dass sich diese Union positiv weiterentwickelt. Ich bin nicht der Meinung, das Projekt ist schon verloren. Ich möchte, dass Österreich selbst auch gestalten kann, wer ins Land kommt. Ich möchte nicht, dass der Zugriff auf das Sozialsystem vom ersten Tag an möglich ist, damit jene kommen, die hier auch beruflich eine Zukunft haben. Das ist das Modell, das ich vertrete. Asyl ist für mich ein Recht auf Zeit. Ja? Wenn jemand zuwandern will, dann muss er sich an der bestehenden Gesetzeslage orientieren. Bei Asyl ebenso. Asyl ist ein höchstpersönliches Recht. Man muss persönlich verfolgt sein. Und es wird auch oft verwechselt, der subsidiäre Schutz mit Asyl. Subsidiärer Schutz heißt, dass ich gar nicht persönlich verfolgt sein muss. Wenn man nur subsidiär schutzberechtigt ist, dann hat man auch nicht zwingend Anspruch auf Mindestsicherung. Ja, das wissen auch viele nicht. In Österreich leben viele Kulturen, aber wir haben trotzdem unsere Leitkultur. Und die ist wie? Definieren Sie die? Die Leitkultur ist für mich, dass wir uns als weltoffenes Land sehen, aber auch selbstbewusst sind. Dass für uns die Leistung ganz wichtig ist. Dass wir aber trotzdem bereit sind, denen zu helfen, die sich nicht helfen können. Dass für uns die Kultur, nämlich die reiche Geschichte in Österreich, wir haben ja unglaubliche Künstler hervorgebracht, dass das auch für unsere Zukunft ein maßgeblicher Baustein ist. Dass unsere Art, wie wir Architektur umsetzen, unser Land prägt. Dass es uns besonders wichtig ist, dass unser Wasser, unsere Luft und die Erde auch sauber gehalten wird. Dass wir ganz, ganz stark auf erneuerbare Energie setzen und Kernkraft nicht wollen. Das sind alles Dinge, die genauso wie die Neutralität ganz fest in uns verankert sind. Das macht Österreich aus. Die Sicht auf Österreich von innen und von außen ist zum zentralen Thema des Wahlkampfes geworden. Aber wir sind doch, wir wollen ein Foto, bitte. Ja, komm. Training fürs internationale Parkett. Bei einer Debatte über die Migrationskrise in Genf schlägt Hofer die Errichtung von Schutzzonen für Flüchtlinge in Nordafrika vor. Der Ex-EU-Kommissar ist dagegen. Einerseits hat mich überrascht die Argumentation Barrosos. I'm going to say a terrible word, but I have to say. Let's remind me about concentration camps. And I don't like concentration camps. I don't like people closed. I don't like people closed in some parts. Also der hat gesagt, er ist komplett dagegen, solche Zonen würden in ihnen an Konzentrationslager. Das hat mich sehr überrascht und das hat zu einer sehr heftigen Diskussion geführt. About the Second World War. That's the reason. When a man like Sigmund Freud escaped your country, I visited some days ago. I was born in 1971, but we want. No. We don't what want, do you want? We don't want to return and don't talk national, about concentration camps. We don't want to return of nationalism is oh evil. Man, we don't the want same. The return of devil. Mir gefällt es nicht, wenn bei jeder Gelegenheit versucht wird, einen Konnex herzustellen, den es nicht gibt. Our request for the withdrawal of Mr. Hofer from this panel in a letter signed by over 140 individuals from the Graduate Institute community in just 4 days has been denied. In der Politik muss man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen und man muss durch Argumente überzeugen. Und das ist ein Weg, den ich gehen will. Das war eine Diskussion an einer Universität, wo es natürlich auch Meinungen gibt, die unterschiedlich sind. Und dass der Herr Barroso jemand ist, der da Professor ist und seine Studenten in eine gewisse Richtung bringt, das ist zu erwarten. Aber ich kann nur sagen, dass überall, wo ich war, egal ob in Slowenien, Kroatien, Tschechische Republik, dass überall dort das Echo überaus positiv ist und ich einfach sehe, dass es viele Freunde in der Welt gibt.
Das ist die Vorbereitung auf die Präsidentschaft. Ein Bundespräsident hatte die Aufgabe, freundschaftliche Beziehungen zu anderen Ländern zu pflegen, weil es Österreich zugute kommt. Die Auslandsreisen des Norbert Hofer haben eine ganz klare Strategie im Hintergrund. Er will sich impfen gegen den Vorwurf, dass er quasi zu Waldheim 2 würde er gewählt, also quasi nirgendwo empfangen würde. Und deswegen macht er schon jetzt seine Tour und beweist seinen Wählerinnen und Wählern, dass er jetzt schon empfangen wird. Die FPÖ lädt Vertreter aus Israel zu einer Veranstaltung zum Gedenken an das Novemberpogrom ein. Diskutiert wird über neuen islamischen Antisemitismus. Wir dürfen auch nicht den Hass, den man erlebt hat gegen die Juden, jetzt austauschen gegen den Hass gegen einzelne Muslime. Das wäre ein großer Fehler. Der Islam ist kein Teil Österreichs. Das heißt nicht, dass der einzelne Muslim keinen Platz in Österreich hat. Das heißt es überhaupt nicht. Die Strategie, dass natürlich die FPÖ näher an Israel rückt und natürlich auch aus einer gewissen Kontrahaltung zu Muslimen das natürlich auch versucht zu kapitalisieren, ist klar. Bislang ist das sozusagen nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden gefallen und gab es da eher die kalte Schulter seitens der israelitischen Kultusgemeinde, aber auch seitens Israels. Ob das irgendwann mal mittelfristig Früchte tragen wird, wird man erst sehen. Die Auseinandersetzung um das Handelsabkommen mit Kanada wird zum Wahlkampfthema. Vor dem Parlament wird gegen CETA demonstriert. Die Allianz reicht von ganz links bis sehr weit rechts. Nächstes Jahr wird die wesentliche Unterschrift des Bundespräsidenten für CETA fällig werden. Und ich verlange eine direkt demokratische Entscheidung der Österreicherinnen und Österreicher, sonst wird es von einem Bundespräsidenten Norbert Hofer keine Unterschrift geben. Der Putschversuch in der Türkei und seine Niederschlagung lösen auch in Österreich Konflikte aus. Ein EU-Beitritt des Landes wird von immer weniger Wählern für möglich gehalten. Ich glaube insgesamt, dass es einige internationale Entwicklungen gibt, inklusive der Türkei zum Beispiel, die natürlich indirekt schon einen Einfluss haben, auch auf die Stimmung im Land. Und natürlich wird das vor allem auch ein Norbert Hofer versuchen, für sich zu nutzen, indem er sagt, naja, wir haben es ja eh schon immer gesagt. Ich bleibe dabei, dass der Asyldeal mit der Türkei ein großer Fehler war. Damit hat sich die Union abhängig gemacht. Und ich bleibe dabei, dass die Türkei nicht Mitglied der Europäischen Union werden kann. Wieder beeinflusst die Weltpolitik den alpenländischen Wahlkampf. Donald Trump schlägt gegen alle Prognosen die Favoritin Clinton. Obwohl oder weil er sich nicht an die politische Korrektheit hält. Es ist halt so, wenn sich die Eliten von den Wählern entfernen, dann tauschen die Wähler die Eliten aus. Das ist in allen Ländern so, das war auch schon immer so. Das heißt, man muss auch wirklich den ganz engen Kontakt zum Wähler suchen. Stärken vor der letzten Anstrengung. Norbert Hofer lädt Journalisten in ein Vorstadtbeisel zum Martini-Ganzlessen. Der Wahlkampf sind vorbei. Fragen, die noch nicht gestellt wurden? Ich habe etwas sehr Leichtes gelesen zur Entspannung, nämlich Mercedes-Man von Stephen King. Also mir gefällt der Bikini besser. Aber das Burkini ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, das würde mich sonderlich stören. Es ist für mich die Burka, wo das Gesicht bedeckt ist, weil im öffentlichen Raum soll das Gesicht zu sehen sein. Ich habe schon so viel in meinem Leben erlebt, dass man mich wirklich nur ganz, ganz schwer aus der Fassung bringen kann. Passiert aber. Wenn man 100 Jahre Republik Österreich begeht, dann muss man sagen, dass zu Beginn viele kein Vertrauen hatten in dieses Land. Dass man gesagt hat, dieses kleine Land kann nicht überleben. Aber heute sind wir eine Nation. Wir sind tatsächlich ein Land geworden, das stark genug ist, auch selbstbewusst in der Welt auftreten zu können. Wenn jemand einen 9-monatigen Wahlkampf durchsteht, dann ist er auf jeden Fall fit.
Ich freue mich sehr darauf, weil das für einen Politiker, dem das Land ist wirklich am Herzen liegt. Ich weiß, das klingt so abgedroschen, aber da kann man wirklich etwas bewegen.